Heute versuche ich mal ein Video durch unseren Garten darzustellen. Hier ist der Hauptweg und hier sind einige Blühpflanzen, vor allem die Clematis. Und hier hinten ist das Stückchen Mauerwerk, das letzten Endes durch Astrid verändert wurde. Ich gehe mal ein bisschen durch. Hier ist die neuseeländische Azalee zu sehen, die bekommt erst grüne Blätter, wenn sie blüht. Das ist das Clerodendron, das noch nicht so weit ist. Hier sehen wir den Acanthus. Das ist das Cymbidium, das blüht gerade. Und dieses neues Stück Garten, das ich jetzt entwickelt habe, nachdem der Kirchturm ja entfernt wurde. Hier ist eine Rose und Allium drin und verschiedene Rittersporen. Das ist die Kalla. Und hier auf der rechten Seite sind verschiedene Allium zu sehen und auch verschiedene Pfingstrosen, japanischen Pfingstrosen vor allen Dingen. Jetzt geht es weiter nach vorne. Hier nochmal eine Azalee. Hier sind noch einige Pfingstrosen in Vorbereitung, aber auch einige schon abgeblüht. Hier ist die Inka-Lilie. Hier ist nochmal eine Azalee. Der Ahorn, Schlitzahorn. Und hier kommen wir jetzt langsam zu der Pergola, die ich vor kurzem erneuert habe, mit der Bank. Hier ist die Pergola zu sehen. Oben. Und die beiden blauen Häuser. Jetzt komme ich nach hinten. Hinter dem blauen Haus ist der Schneeflockenstrauch unter anderem. Der ist schon so weit. Und der Schrei. Ja, hier ist eigentlich 5:05 Uhr. Gehe ich wieder zurück. Und von weitem grüßt schon wieder die Strelitzie, die wir eben schon gesehen haben.
Die hat diesmal schon sehr viel früh geblüht. Ich habe sie schon seit dem März draußen. Hier kommen wir jetzt zurück. Von der Seite. Zimbidium habe ich mehrmals. Zum Teil haben die schon geblüht, zum Teil kommen die aber noch. Das ist Baldrian hier. Und das ist die große Choisya. Choisya schmalblättrig und breitblättrig. Rückenstrauch hier vorne, der rote. Und die große Azalee hat es schwer gehabt, weil es teilweise auch gefroren hat nachts. Jetzt gehe ich mal nach oben und sehe die Terrasse gleich. Hier sind schon Zitrusfrüchte. Das ist unsere Terrasse. Die Rosen sind sehr in Knospe, aber noch nicht ganz aufgeblüht. Hier sind einige Zitruspflanzen. Und das hier ist eine primelartige Pflanze. Das war's.